Damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer weiteren Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir mussten die Nachtfahrt hier abschließen und ja, wir haben die Party-Busstrecke abgefahren. Jetzt geht es darum, dass wir jetzt die Level in Kerstadt jetzt auf Level 11 bringen müssen. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Hausnummer werden. Und ja, wir sollen 5 Strecken vom zentralen Omnibus-Bahnhof besitzen und wo wir darauf auch noch Geld generieren. Ja, das ist jetzt unsere Aufgabe, die wir jetzt haben. Und deswegen, ja, wollen wir mal gerade so zucken. Ich habe hier eigentlich in der letzten Folge eigentlich schon ein bisschen was gebaut. Wo waren? Achso, hier Bio ist super, ne? War das Ganze gewesen. Warte mal, erstmal nochmal kurz reingucken. Aber ich glaube, das war hier Bio ist super, ne? Strecke bearbeiten. Genau, vom ZOB. Super, alles klar. Also dann wird das hier unsere heutige Aufgabe. Nein, nicht bei Tag bitte. Nicht bei Nacht, wo meine rum. Und wir fahren das Ganze heute. Ach komm, wir nehmen mal heute mal ein Iveco. Und dann war es das Ganze schon. So. Nein. Ja, hinsetzen. Hinsetzen. Hallo. So. Ich finde das so super. Ja, das ist schon klasse. Also, dass man jetzt hier so seine Dinger hier jetzt so beschriften kann, wie man will. Seine Matrix. Das ist schon. Ja, das hat schon irgendwie was. Hätte natürlich auch irgendwas anderes nehmen können, ne? Aber naja. So, fahren. Haltepunkt 4. Heieiei. Lass uns gucken. Ja, okay. So ein schöner Tag. Bisschen was kaputt gerissen, aber passt schon. Wie soll er nur Geld generieren? Lässt uns, er auch. Sehr nett. Sehr, sehr nett. So, wie gesagt, aber diese. Ich habe die süßeste Ziege aller Zeiten gesehen. Dass wir jetzt hier die ganzen auf Level 11 bringen müssen. Eieieiei. Wir müssen auf jeden Fall wieder Fahrkartenverkauf wieder anmachen. Ich denke mal, so 2-3 Mal dürfen wir das Ganze bestimmt fahren. Wenn ich das Ganze sogar nicht einmal mit euch fahre und den Rest im Offscreen fahre, wir das Ganze ein bisschen beschleunigen können, könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wenn ihr mit dabei sein wollt oder ob euch das recht ist, wenn ich das Ganze so im Offscreen dann einfach abfahre. Weil das werden wir heute definitiv auch noch fahren. Ja? Also deswegen heute in der Folge. Könnt ihr gerne mal reinposten. Wollen wir das zusammen machen oder soll ich das alleine machen? Denn wie gesagt, nutzt dazu dann die Kommentarfunktion. Wenn ihr natürlich dann nicht genug vom Bus-Simulator bekommen könnt, dann machen wir es zusammen. Aber wenn ihr jetzt auch nur schnell gucken wollt, wie der DLC so ist, dann ja, kann ich das absolut nachvollziehen, dass ihr sagt, so, nee, machen wir im Offscreen und zeigt mir jetzt wieder neuen Content, wenn du wieder soweit bist. So. War auch letztes Mal gesehen, dass der Entwickler selbst, Still Alive, hat auch einen Livestream gemacht, wo er dann durch die Sonnenstadt dann gefahren ist. Ich glaube, das Ganze haben sie auf Facebook irgendwie gestreamt oder sowas.
Ja. Um halt auch nochmal ein bisschen Werbung für das DLC zu machen. Blinker korrekt gesetzt. So, keiner neben uns. Alles klar, perfekt. Können wir rüber. Ja, damit endet auch schon wieder die Woche. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier rumgeht. Das ist abnormal. Jetzt ist mein Urlaub auch zu Ende. Also jetzt muss ich leider raus. Boah. Also der Bus fährt sich richtig schwammig. Wahnsinn. Also der beste Bus, der hier wirklich existiert, ist der Citaro, also der K. Ja, der kleine Citaro, der fährt sich sehr angenehm. Und aber der von MAN auch. Aber so das Ding hier zum Beispiel, Wahnsinn. Man merkt auch echt einen Unterschied, habe ich das Gefühl. Haben wir, glaube ich, den besten Bus genommen, der ist mega langsam. Kommt der überhaupt da hoch jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Ich wollte mir eigentlich auch schon die Platin hier holen, hier, aber irgendwie noch nicht dazu gekommen. Das ist Wahnsinn. Zurzeit ist auch so ein bisschen so, dass man gefühlt halt einfach aktuell so ein bisschen eine E-Mail nach der anderen bekommt. Hier, würdest du gerne das zeigen, würdest du gerne das zeigen hier? Zum Beispiel Lotus oder Omsi, ja. Da können wir halt nicht Nein sagen. Wir sind halt noch zu klein. Wir müssen noch ein bisschen, ich sag mal so, Connection aufbauen halt, ne? Und, ja, dementsprechend, ja, habt ihr ja mitbekommen, ne? Fallen dann hier zum Beispiel so eine Folge jetzt hier zum Beispiel mit dem Bus-Simulator halt aus, ja. Das nervt mich dann halt selber, weil ich die Spiele auch gerne dann abschließen will. Also Spiele, die man abschließen kann, ja, die würde ich dann auch gerne schnellstmöglich halt abschließen. Und dazu zählt ja der Bus-Simulator ja nun mal, weil man ihn halt wirklich fertig spielen kann, ja. Bis du ja dann nachher in diesen Art Sandbox-Modus da bist. Und ja, wenn das denn halt nicht funktioniert, ja, dann nervt mich das persönlich dann halt auch noch selber. Das war's. Minus 20.000. Der Bus ist so räudig.
Wirklich. Ja. So, also dazu. Oh, Leute. Komm, dann sind wir jetzt unser Zitterogar jetzt hier. Du kannst es ja auch echt schwer einschätzen. Gut, dann sehen wir heute leider die andere Tour nicht mehr. Dann werde ich das wahrscheinlich dann, ja, wie gesagt, also ihr könnt ja gerne mit abstimmen. Ja, ob ihr das sehen wollt oder halt nicht, dann werde ich das dann abwarten, bis ich eure Vorschläge habe. Und dann werde ich es dann am Wochenende dann entweder gegebenenfalls ja, alleine spielen oder halt in Folge aufnehmen, falls ihr das denn gerne sehen möchtet. Denn, ja, muss ich das halt dementsprechend so fertig machen. Aber gelb, alles in Ordnung. So, ein bisschen beeilen jetzt. Ah, das tut mir leid, Leute. Das tut mir wirklich leid. Aber ihr seht, ne, nobody's is perfect. Hier muss ich raus. Das ist mir vollkommen egal. Ob du hier raus musst, denn hättest du in einen anderen Bus steigen müssen, dann würdest du jetzt hier auch rauskommen. Rin, tin, 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 tin. Oh, was ist denn da los? Das ist ein Fehler. Rot und Grün zur gleichen Zeit. Das muss gepatcht werden, Leute. Das sind alle hier. Als ob das bei allen Fußgängerampeln so ist. Ah, ne, guck mal. Ah, das ist nur zu hell. Ah, okay. Müssen sie ein bisschen abdunkeln. Und ja, leider wird es so spitze, dieser Bus hier. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsbus hier aus dem Bus-Simulator? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen gehabt, oder? Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Nope. Habt ihr einen Lieblingsbus hier im Bus-Simulator? Dann, wie gesagt, könnt ihr auch das gerne mal in die Kommentare posten. Also meiner ist definitiv hier dieser Citaro hier, den fahre ich sehr gerne. Wo ich eigentlich kein Fan bin von der C2-Sorte, ja, also von dem C2. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ist es echt nicht meine Welt, aber hier im Bus-Simulator fährt er sich sehr, sehr angenehm. Bin eher so der Solaris-Fan, sonst bei Omsi. Das ist ja so mein Steckenpferd. Aus der dritten Generation, großartiger Bus halt. Aber Solaris gibt es ja hier leider nicht. Als Mod halt für den PC, aber nicht auf der Konsole. Was soll ich denn jetzt zum Essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. So, ärgerlich, aber es sollte halt nicht sein. Ich wünschte, Francescos hätte mehr Platz. Immer wenn ich dort essen möchte, ist das voll. Thank you.
Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? So, nochmal der gleiche Versuch. Jetzt hier an der Haltestelle. Wir hätten auch echt eine kürzere Strecke bauen können, ne? Also. Nein, ich muss ja unbedingt eine Linienerweiterung machen. Ich hasse es, wenn zu viele Linien existieren. Normalerweise würde ich jetzt das einfach so machen, dass jetzt jeder Stadtteil jetzt einfach eine Buslinie bekommt. Weil da gibt es eine Buslinie, die halt wirklich die ganzen Dinger abfährt, praktisch so als Zubringer. Ja. Fertig. Problem ist, wir müssen das Ganze halt immer abfahren, ne? Aber vielleicht sollte ich das tatsächlich echt mal jetzt irgendwie mal machen. Deswegen, also das schreit eigentlich alles entweder nach echt vielen Folgen, Offline-Spielen oder sogar nach einem Livestream. Hier mal ein bisschen aufräumen, so weißt du, so fahrertechnisch aufräumen, Routen auf. Hallo. Ja, alle drin. Hier die Türen zu. Nächster Halt, Getreidestraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Endstation. Alles raus mit euch. Fahren Sie ein Rennen? Yep. Und zwar gegen die Zeit. Musst du wissen. So, sieht doch besser aus. Da guck mal. Ja gut, da sind wir Level 10 schon. Ich weiß halt nicht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung einfach dazu posten. Und haben wir es? Nö.
Ist das denn möglich? Oh, wir haben vergessen, da Fahrer aufzusetzen. Ja, das ist das Problem. Wenn wir das ganz schnell mal tun hier, dann will ich da noch Fahrer raufsetzen. Ja. So, weißt du was? Oh. Angestellte. Bewerbung. So, dann haben wir jetzt nämlich auch hier noch Fahrer mal wieder da. Und jetzt können wir hier auf den Partybus. Nein. Nein, 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 nein. So. Also mittlerweile sollten sie irgendwie versuchen, so ein Filtersystem einzubauen. Dass du dir auf einen schnellen Blick anzeigen lassen kannst, so, pass auf. Der wäre noch frei und der wäre noch frei, sowas in der Richtung. So Leute, aber ich würde sagen, ich verabschiede mich, bedanke mich. Ihr schreibt bitte gerne in die Kommentare, wollen wir das zusammen aufnehmen, wollen wir das zusammen streamen oder soll ich das alleine machen, als Offscreen, sodass wir dann ja eigentlich dann versuchen, kurz bevor wir Sonnenstadt dann freischalten, Sonnenstein freischalten, dann erst wieder die Folgen beginnen. Ja, dann wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion, schreibt es uns mit rein. Und die zweite Sache war ja gewesen, wenn ihr den Bus-Simulator hier spielt, welcher ist denn euer Lieblingsbus hier in diesem Spiel? Lasst es mich wissen, schreibt es unten rein. Ich verabschiede mich, bedanke mich, freue mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich auf das nächste Mal. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis denn.